Namaste, meine lieben Scorpis, Janine hier. November, Dezember, das geht jetzt richtig zum Endspurt über. 10-10-Portal, da sind Zyklen, die jetzt gerade bei uns allen abgeschlossen werden wollen. Scorpis, meine Horoskope sind für alle gedacht, die wirklich gerne verstehen und heilen wollen und vor allem wachsen wollen in dieser crazy Zeit. Aber auch eine Zeit voller Segnungen und Potenziale. Da für diejenigen ist es gewidmet. Schaut gerne Aszendent und Mond an, falls ihr euch hier gar nicht wiederfindet. Okay? Scorpis, ihr hattet im Juli, August und einige sind natürlich noch da drinnen. Ja, neue Karriere und Versöhnung und hattet auch die Tore September, Oktober, die Tore für Inspirationen sind offen. Ich glaube, dass ganz viele von euch immer mehr Möglichkeiten sehen, aus einer bestimmten Situation zu wachsen, zu lernen. Und wir schauen mal jetzt, worum es gerade geht. Okay? Also, Scorpis, hier strauchelt jemand auf jeden Fall in puncto Beziehung. Es kann ein Liebespartner sein. Alles Liebe nochmal zum Geburtstag, habe ich vergessen zu sagen. Das Beste für euch alle. Jetzt hat aber. Also. Hier strauchelt jemand. Es kann ein Liebespartner sein, also ein Wunschpartner sein. Es kann ein Mitglied der Familie sein, ein Freund sein, Kollege sein, Chef sein, also Beziehung jeder Art. Ich sehe für viele von euch aber, dass es sich um einen Liebespartner handelt. Es könnte sich darum handeln, also womöglich geht es um unrealistische Erwartungen. Oder um eine Verzögerung, dass jemand nicht kommt, jemand sich nicht entschuldigt, jemand mit dir nicht reden will oder wie auch immer. Ja, mir kommt gerade der Satz, traue göttlichen Umwegen. Also das Thema Vertrauen an sich. Was ich hier noch sehe, ist, dass hier jemand sein Herz verschließt. Ob du das bist, ob das ein Gegenüber ist. Vermutlich auch beide, auch wenn man das nicht so gerne hören will, ja, sein Herz. Hier ist man noch so ein bisschen im Schutzmodus, ja, nicht wertend. Es ist so, wie es ist, das dürfen wir jetzt alle langsam lernen, dass wir nicht bestimmte Sachen und Menschen kontrollieren können, sondern wirklich nur schauen können, wie können wir darauf reagieren. Das ist alles. Das ist wirklich das, wo wir als Menschen alle zusammen langsam hin können oder hingehen dürfen, ja. Also, es könnten negative Emotionen sein, zum Beispiel Erwartungen, wie etwas zu laufen oder wie etwas laufen soll, wie jemand kommen soll, wann jemand kommen soll, dass jemand kommen soll, wie sich jemand verhalten soll. Also wirklich dieser Kontrollmodus. Ich fühle das hier, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, dass man da in dem Moment, dass man keinen Raum lässt, dass sich etwas entwickeln kann. Es kann sich auch um Familie handeln, keine Frage. Ich habe bloß hier den Guten hier, ja. Und deswegen denke ich, dass es um Liebespartner gehen kann. Ja, etwas, was dich glücklich, wo du denkst zumindest, dass es dich glücklich gemacht hätte. Und da ist eine Verzögerung da. Ich denke, da kommen aber einige Ideen. Und diese Emotionen, ja, diese Erwartung, wie etwas laufen soll, wie eine Situation sich entwickeln soll, das tut diesen Prozess nämlich verzögern oder blockieren. Okay? Dann kommt aber, und das fand ich sehr schön, der König der Schwerter. Ich glaube, dass die Transformation, weil jetzt ist Skorpionzeit, ne, das ist eure Zeit, Zeit der Transformation, also wirklich innen transformieren. Dass ihr der König der Schwerter seid, weiblich oder männlich, ist egal. Und er ist intelligent, er ist ganz logisch, der denkt ganz klar und er ist auch wirklich ein guter Sprecher und Anführer. Also vielleicht könnte Kommunikation dem einen oder anderen helfen, ja. Er ist sehr mutig auch und was, wie ich ihn auch immer sehe, ist, dass er das Mentale und Spirituelle im Denken vereint, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, also diese Logik, Situation, blöd hier, ne? Verzögerungen, passiert nichts, wie auch immer. Und er schaut sich das nicht emotional an, weil wir haben hier einfach die Emotionen. Wir haben zweimal die Kelche, ja, was mit Emotionen zu tun hat.
Deswegen diese Blockade, Herz zu. Ich meine, damit können wir ja nichts anziehen, ne? Das ist klar. Und er verbindet beides. Es ist so, wie es ist, ja, das ist die logische Seite. Aber er tut auch eben spirituell das große Ganze sehen. Und das Coole bei ihm, sprich für dich, bei dir jetzt, er hat eins, zwei, drei, vier Totem, also vier Krafttiere. Da gehe ich gleich mal über auch zu euch. Wir haben den Raben, sei Mitschöpfer, Mitschöpfer. Ne? Mit geschlossenem Herzen funktioniert das nicht. Wir haben die Libelle, die Wahrheit überwindet die Täuschung. Also ganz, ganz klare Sache. Hier kommt auch ganz viel Wahrheit ans Licht. November, Dezember, schaut euch gerne Neumond-Reading an, im Skorpion. Das ist in ein paar Tagen, werde ich es drehen. Für euch mega interessant, ganz sicher. Wir haben die Fledermaus. Die Fledermaus kann nichts sehen. Die Fledermaus fühlt nur. Sie fühlt, dass etwas gerade stagniert. Deswegen lässt man das jetzt auch ein bisschen los, damit es sich weiterentwickeln kann. Und natürlich die weiße Eule, ja? Aha. Die Königin der Stäbe, die Königin der Kreativität, des Spaßes, des Selbstvertrauens, ja? Und hier haben wir die Entscheidung treffen zwischen Komfortzone und neue Abenteuer. Ich denke, das ist das, was gerade bei euch jetzt stattfinden möchte auch, ja? Wo etwas nicht im Gleichgewicht war, im Geben und Nehmen, wo Herzschmerz war. Ja, aber auch Herz verschlossen war, ne? Das lässt man los. Okay, alles klar. Und dann kommt langsam aber sicher, bewegt sich da was. Okay, alles klar. Meine Lieben, dann lasst uns mal hier für euch Krafttiere gucken. Das Thema für November an sich von auf Facebook schon gepostet, wollte ich euch, falls einige nicht auf Facebook sind, für alle ist Vertrauen und das perfekte Timing. Und das hat immer ein bisschen was mit Loslassen zu tun. Nicht die Situation, nicht die Person, aber. Also nicht die Person, aber die Situation ein bisschen loslassen, wisst ihr? Dass man sagt, okay, jeder braucht gerade seine Zeit, jeder ist in der Herzheilung. Was kann ich machen? Und denkt super, super gerne an diese Königin, ja? Der Leidenschaft. Was kann ich jetzt für mich machen? Ich glaube, da wird viel passieren dann bei euch. Lasst uns, schaut mal, wie viele Krafttiere ihr habt. Das ist unsagbar, Skorpis. Unsagbar. Und natürlich haben wir hier die Acht auch. Ja, Bussard, lass dich vom Allgeist führen. Bestätigt im Grunde genommen, wo der König der Schwerter, womit er arbeitet auch. Ja, Acht, Infinity-Zeichen, bedingungslos auch ein bisschen. Lass dich da ein bisschen führen. Lass mal das mal so. Dann haben wir Stachelschwein. Wahre den Anfängergeist. Fang an, diese Situation wirklich ein bisschen mehr mit Kindesaugen zu sehen, ist das, was ich gerade höre für irgendjemanden hier. Also nicht mit der Vergangenheit jetzt die Zukunft zu bilden, okay? Also wirklich so Reset ein bisschen. Ich denke, das ist die Transformation, die bei euch auch passieren möchte. Und es wird Zeit, zusammenzuarbeiten. Und wir haben schon wieder die zwei. Und das ist deine Entscheidung. Und zusammenarbeiten heißt nicht immer sofort, sich auf diese Person, egal wer das ist, ja, weil es geht um irgendetwas Zwischenmenschliches definitiv hier, sofort zu kommunizieren. Für einige schon. Es geht darum, dass man bei sich erstmal innerlich auch arbeitet, dass man vielleicht der Situation Raum gibt und wirklich diese Person auch nicht mehr mit. Machen wir alle immer noch gerne, ne? Mit bösen Augen anschaut, sondern versteht, dass das Ganze wirklich einen tieferen Sinn hat und dass es nicht an der Person liegt und dass sie nicht böse ist, sondern dass man aus dieser Geschichte selber was lernen möchte. Ja, ganz, ganz deep heute bei euch. Zeit, um zusammenzuarbeiten. Das ist aber deine Entscheidung. Arbeite ich jetzt mit dieser Person zusammen, insofern, dass ich wirklich Altes auch ein bisschen loslasse, ja, den Anfängergeist einfach wahre. Und hör auf deine Geschichten, auf deine wirklich Inspirationen, weil die Tore sind September, Oktober. Da ist bei euch ganz, ganz viel an Ideen da gewesen, wie ihr etwas gut meistern könnt. Spannend. Ich glaube, das ist wirklich eine komplett kleine Gruppe, die aber wirklich gerne, ja, und Disziplin. Was ich mir vornehme, das kann ich auch erreichen. Und genau das ist
das glaube ich, was bei euch in dieser Transformationszeit passieren wird. Dass ihr diesen Anfängergeist wahrt. Ich höre die ganze Zeit Reset bei euch. Reset über diese Geschichte, es verstehen, in die Akzeptanz gehen und dadurch öffnen sich auch die Tore. Da bin ich überzeugt. Aber ihr habt zweimal das Thema Entscheidung da, ja? Vertrauen. Das ist ein perfektes Timing gerade. Lass uns gucken. Habt ihr da noch irgendetwas als Tipp bitte für meine Scorpis heute in einem Jahr für den einen oder anderen? Da könnte es stattfinden. Und Leute, ich weiß es, ich kenne das von früher von mir. Wenn ich gehört habe, in einem Jahr, dann habe ich die Augen verkullert, habe mir gedacht, ich habe aber für mich jetzt ganz viel lernen dürfen, genauso wie bestimmt ihr auch in den letzten Jahren vor allem, dass ich in diesem Jahr, wo ich dann nicht mehr gewartet habe, sondern wo Spirit gesagt hat, hey, in einem Jahr wirst du safe und stabil und total glücklich sein in Situation XY, dass ich wahnsinnig viel von meinen Leidenschaften entwickelt habe. Und das hätte ich alles nicht machen können, wenn diese Person, wenn es funktioniert hätte oder wie auch immer. Ja, ich bin so gewachsen und genau darum geht es. Und es muss nicht in einem Jahr sein. Spirit spielt immer gerne und sagt ein Jahr, damit man nicht irgendwie jede Woche Horoskope sich anschaut und wie auch immer diesbezüglich, sondern sagt, entspann dich jetzt erstmal. Ja, hab Vertrauen. Geh bitte einfach ein bisschen mehr. Sei mutig einfach. Verbinde dich. Du hast wahnsinnig viele Krafttiere. Das ist unfassbar. Ja, gib nicht auf. Alles gut. Was noch bitte? Speziell für die in puncto Liebe. Liebe kann natürlich auch Familienmitglied sein, ja? Diese Karte ist für mich die wichtigste. Wahre den Anfängergeist. Was ich mir vornehme, kann ich auch erreichen. Lass dich wirklich führen. Vogelperspektive, was wir vorhin schon hier hatten, ja. Und Zeit zusammenzuarbeiten, um die Puzzles wieder zusammenzustellen. Aber es ist deine Entscheidung. Wie gesagt, du hast zweimal die Entscheidung, das Gleiche, das Ganze weiterhin so handzuhaben. Ich weiß, manchmal will man das nicht hören, aber wir wollen ja jetzt alle nach vorne, oder? Wir wollen ja alle wirklich glücklich sein, unabhängig davon, was im Außen ist. Vertrauen bitte. Wir werden alle, egal ob das Beruf ist, egal ob es Partnerschaften sind, alle zu Hause ankommen. Ja, die Frage ist nur, wann bei jedem Einzelnen. Das ist deine Liebe des Lebens bei einigen. Loslassen, die Person darf sich entwickeln und du dich aber auch. Speziell du dich auch, bitte. Ja, schöne Bestätigung. Und in dieser Zeit, vielleicht in diesem Jahr, in diesem kommenden halben Jahr, ja, erlaube deinem Herzen und deiner Seele vor Freude zu singen. Und das ist das, was ich hier merke mit der Karte, dass hier jemand sein Herz verschließt. Und ganz ehrlich, Scorpi, wenn du bis jetzt noch zuschaust, ja, und Halschakra schließt sich bei mir gerade, wird es, glaube ich, Zeit, was die Transformationsphase bei dir ist, was deine Erkenntnis sein darf, wenn du möchtest natürlich, ist zu sagen, okay, ich verstehe langsam das große Ganze und ich lasse es jetzt mal ein bisschen, diesen Raum, den Sie mir vorhin gezeigt haben, dieses, ich trete ein bisschen zurück, weil diese Person für einige wenige, das ist kein persönliches Reading, bitte, ja, aber ich denke, du wirst es schon für dich spüren, richtig im Herzen spüren. Diese Person hat auch noch seine karmischen Geschichten und darf da gerne erstmal ein bisschen heilen und du auch, Liebes oder Lieber. Ja, schöne Geschichte. Meine Guten, ich wünsche euch wirklich das Beste. Also in diesem Jahr, glaube ich, wird ganz, ganz viel Großes bei euch passieren, in euch. Ich sende euch einen dicken Kuss. Kommunikationschakra, und bedanke mich für euer Like, wenn ihr diese Seite bzw. diese Horoskop-Readings gerne unterstützen wollt, dass ihr erhalten bleiben hier. Namaste, bis bald. Tschüss.